Ganz einfach, um diesen Tag festzuhalten, mit Lachen, Weinen, so wie der Tag war. Und ja, also der Film ist wunderschön. Und vor allem auch, auf dem Foto kann man nicht alles festhalten. Das geht einfach nicht, weil da müsste man bei manchen Situationen vielleicht 100 Stück hintereinander machen. Und bei einem Video hast du halt alles. Also da geht nichts verloren. Also uns war ganz wichtig, dass es harmoniert. Und da ihr ja verheiratet seid und euch kennt, da haben wir gewusst, das geht nicht schief, weil das passt einfach. Weil wir waren schon auf andere Hochzeiten und da hat es halt nicht gepasst. Da hat der andere meint, er muss im Mittelpunkt stehen, hat den anderen weggeschubst und so. Und das haben wir halt gewusst, das wird es bei euch nicht geben. Naja, dass wenn wir jetzt ein Video machen lassen, dass es uns dann am Endeffekt überhaupt nicht gefällt. Aber das war hier alles super. Nee, überhaupt nee. Nicht. Wir wollten es unbedingt. Ja, das war eigentlich ein Muss. Es war spaßig, es war professionell, natürlich wart ihr auch, unsere Gäste waren auch sehr überrascht von euch. Ja, das stimmt. Weil ihr so einfach so locker, ja. Gleich auf jemanden zugegangen seid und ja. Das ganz normal. Die haben eigentlich gefragt, ja, sind das jetzt Gäste oder haben wir gesagt, nee, dass ihr halt für uns die Videos und für die Fotos macht. Und haben sie gesagt, dass ihr das halt mega gemacht habt. Ihr wart nicht aufdringlich, habt nicht gezwungen, ah, ihr müsst euch jetzt so und so hinstellen. Einfach natürlich, so wie es wir wollten. Ich habe mich in keiner Minute unwohl gefühlt oder beobachtet oder so, gar nichts. Also ich habe mir nur gedacht, dass es mega ist, wie man sowas überhaupt machen kann mit der Musik, wie das zusammengeschnitten ist, wie das überhaupt funktioniert, weil ich habe davon keine Ahnung und es ist bestimmt mega viel Arbeit und ja. Und man sieht auch Sachen, wo man selber nicht gesehen hat oder mitbekommen hat von den Gästen und so. Also es hat alles rundum geklappt. Ich war auch total entspannt den ganzen Tag. Ich war überhaupt nicht aufgeregt. Ja, es war einfach super. Also ich fand, dass man euch überhaupt nicht gemerkt hat. Na klar, jetzt wo mir das einzelne Fotoshooting, da geht's ja nicht anders, aber so auf der Hochzeit dann war echt, und das war wie gesagt mir was wichtig, dass ich mir die ganze Zeit gesagt habe, was ich jetzt machen soll. Ja, und das hat alles super. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so sein wird. Also, und die haben auch das eine Pärchen hat gesagt, wenn sie heiraten, dann wollen sie euch auch hundertprozentig. Okay. Ja. Aber ich finde, wenn ich das jetzt nicht hätte, ich würde mir einen Arsch beißen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ohne würden es wir auch nicht machen. Vor allem, man vergisst ja nach ein paar Jahren trotzdem, wie war das nochmal oder wie war das nochmal. Und so sieht man das und behält es einfach im Kopf.